Freitag, 18.10., 20 Uhr. Poetry Slam in Saarbrücken. Die Kamera 2 ist bereits seit Wochen ausverkauft. OrgaTV war für euch mittendrin. Wir haben ein paar Impressionen für euch eingefangen. Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Ich war noch nie in Saarbrücken. Ich gehe aber davon aus, dass auch in Saarbrücken Grundschulen besucht werden. Sehe ich das richtig? Ihr dürft jetzt nicken oder mit dem Kopf schütteln. Der Großteil der Menschen hat eine Grundschule besucht, manche sind sich nicht sicher. Okay. Ihr kennt diesen Moment in der Grundschule, das ist, denke ich, variabel. Bei mir war das in der dritten Klasse. Früher oder später kriegt man so ein Arbeitsblatt ausgeteilt und da steht dann drauf, mein Name ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und wenn ich groß bin, möchte ich mal Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen werden. So, und während die ganzen anderen Drittklässler dann Sachen wie, weiß ich nicht, Astrophysiker oder Prinzessin auf ihre Arbeitsblätter schrieben, stand bei mir dann, mein Name ist Lisa und wenn ich groß bin, dann möchte ich einmal Geisterfahrerin werden. Die Reaktion von meiner Lehrerin war so ähnlich wie eure jetzt. Die hat auch erst gekichert und wirkte dann ernsthaft besorgt. Und um das Ganze zu erklären, habe ich 15 Jahre später, also ungefähr jetzt, einen Text drüber geschrieben. Der heißt kreativerweise Geisterfahrer und klingt ungefähr so. Und wenn ich dann träume und denke, die jeden Augenblick von mir schenke, dann stelle ich mir nicht vor, wie ich dich fange, wenn du fällst, sondern wie ich mit dir falle. Du mich hältst, Arm in Arm und Hand in Hand. Abgesprungen vom Weltenrand auf der Flucht, denn wir haben die Zeit doch für uns gestohlen. Wir brechen durch Unendlichkeit, verliebt um bis zur Ewigkeit. Allein zu sein, zu zweit. So, Pause. Michael und Philipp sind bei mir. Wie gefällt es euch? Ein erstes kurzes Fazit. Absolut hervorragend. Überwältigend. Und dir? Ja, ich finde es großartig, dass sich junge Künstler so ausdrücken dürfen. Also überhaupt so eine wunderschöne Bühne geben zu können. Es ist halt nicht wie irgendein Waschsalon oder irgendein, was weiß ich, kleines, verranztes Kabuff, sondern einfach wirklich eine schöne Bühne. Und die Zuschauer werden auch mit einbegriffen, das finde ich auch super. Ja, stimmt, es wird mir hier wirklich eine super Plattform geboten. Ihr redet gerade von einem Waschsalon oder so. Wart ihr schon auf anderen Slams, bei denen es eben so aussah? Ja, diese schmutzigen Offspaces, wie man sie heute nennt, finde ich, sind nicht adäquat für eine Plattform junger Künstler. Ihre Stimme wird da nicht wirklich gehört. Man braucht gemütliche Sitze, man muss sich auch die Zeit nehmen im richtigen Ambiente, um sich auf diese tiefgründigen Gedanken einlassen zu können, meiner Meinung nach. Absolut, denn es sind vor allem auch sehr politische Themen, die angesprochen werden. Auch das merkt man heute, sehr haarscharfe Kritik auch. Mögt ihr das oder mögt ihr lieber diese lustigen Prosa-Erzählungen? Naja, wie soll ich sagen? Die Prosa-Erzählung ist, glaube ich, schon eher das, was mich interessiert, also die Jokes, weil politische Gedanken hat ja doch irgendwo jeder, aber einen wirklich guten Witz erzählen kann nicht jeder. Deswegen ist das, glaube ich, alles, was mich interessiert. Schön. Dann wünsche ich euch weiterhin noch viel Spaß und Dankeschön fürs Interview.